Pack and Go, die Highlights, die erste Show im Monat März. Das heisst, wir bügen schon auf Zielgerade ein in der Regular Season. Es wird immer enger, entscheidender und spannender. Und jetzt sollte man definitiv in Form kommen, damit man für den Schlusssport der Meisterschaft bereit ist. Schauen wir, was heute Abend alles passiert ist in diesen 6 Spielen in der National League. Wir machen das mit unseren Experten, mit dem Timo Helbling und mit dem Uli Schwarz. Und schauen gerade das erste Mal an, was in Bern passiert ist. Dort hat der SCB DAC Biel empfangen. Zum 5. Mal in dieser Saison haben die beiden Teams gegeneinander gespielt. Und zum 5. Mal gewinnt Biel. Und die konnten den Abend richtig geniessen und zelebrieren, da die Bieler Torschützen wie Damien Brunner und Luca Gunti, weil sie haben dem Spiel den Stempel aufgedrückt. Und das hat schon früher angefangen in diesem Match. Wir gehen gerade rein und sehen das Führungsgoal der Bieler und den Traumpass von Damien Brunner auf Luca Gunti. Ja, ein riesen Traumpass, ja. Ich meine, Glück ist das eben nicht, weil die spielen so, schon so lange jetzt zusammen und verstehen uns so gut, haben die ganze Saison eigentlich das Team jetzt schon dreht und das war ein riesen Pass, ein riesen Goal, absolutes Highlight. Ja. Nach 3 Minuten 45 und beim nächsten Einsatz, wo sie wieder da waren, sind sie gerade wieder gefährlich geworden und erfolgreich gewesen. Und das ist jetzt eine Szene, es hat etwa einmal so ausgesehen, dass irgendwie Bern zuerst den Böck im eigenen Drittel hatte, Uli. Ja, und Gunti war dahinter schwach, das vielleicht als Vorbemerkung. Und jetzt geht es sehr schnell. Und er verwünscht der Wüttrich hier eiskalt. Der Wüttrich rechnet ganz sicher, dass der Abschluss in Rechtecke kommt, vom Stürmer aus gesehen. Aber wie er den über die Schulter lüpft, gegen die Laufrichtung vom Goalie, das war super klasse gewesen. Ja, wie er hier als hinterster Mann, so ohne Effort, schön führen, spaziert, hat man das Gefühl, er ist ein unglaublich guter Schlittschuhläufer. Ja. Und sie waren nicht stoppen. Der Lauf, den haben sie weitergezogen. Und mit dieser Leichtigkeit, wie sie die ersten Goal geschossen haben, hat die Linie dann auch das 4. Goal geschossen. 16. Minute. Bern mit einer Aktion. Und dann geht es wieder schnell. Und weg ist er, der Damien Brunner. Ja, das ist ärgerlich aus Sicht von Bern, weil die Verteidiger stehen viel zu tief. Es braucht einen Bandenchip hinten aus der Defensive und schon ist der Brunner allein auf dem Goal. Also kein Ruhmesblatt für SCB, die Scheibenverluste in der Offensivzone. Damien Brunner heute mit einem Goal und 3 Assists. Aber der nächste Aktion war eine Beteiligung am 0:5. Das alles im ersten Drittel. Und wir haben jetzt also den Brunner gesehen als Torschütz, wir haben den Gunter gesehen als Torschütz, fehlt eigentlich noch der Dritte in dieser Linie. Und der kommt jetzt zum Zug, der Mike Künzli. Ja, und wieder eine identische Situation. Scheibenverlust vom SCB. Konter 3 gegen 1. Kennt sie verzögert auch super, oder? Man hat 2 Optionen, aber der Verteidiger spielt es nicht schlecht. Verzögert 2-3 Mal, täuscht den Schuss an. Und noch einen satten Schuss zwischen den Beinen, glaube ich. Ja. Ja, und das sind die 5 Bieler Goals im heutigen Abend und auch der spezielle Jubel, da haben sie wirklich schon früh alles klar gemacht. Nachher zwar noch 2 Gegengol kassiert, man sieht das Schlussresultat, aber nachher irgendwie auch alles temperieren können. Also Bern hat da nicht mehr ankommen können. Biel hat das mit seinen Goals im ersten Drittel erledigt. Und jetzt wollen wir hören, was einer von denen, der das Spektakel gemacht hat, zu dem Spiel zu sagen hat. Beim Andreas Hagmann ist der Luca Gunti. Luca Gunti, wenn es so geht im ersten Drittel, an eurer Linie, Spassfaktor von 1 bis 10, wie hoch ist er im Hockeyspielen denn? Ja, schon zu oberst, ja, schon zu 10, ja. Aber man muss auch sagen, nachher ist der Spielfluss ein bisschen kaputt gegangen und ja, es ist doch nicht so ein einfaches Spiel geworden, Schuss am Ende. Warum denn nicht? Also hat er auch ein bisschen den Verwaltungsmodus gewechselt, weil ihr wisst, er hat noch viele Spiele. Ist es keine Absicht, der Bern plötzlich defensiv auf den besten Spiel? Was ist genau gelaufen? Ja, ich muss sagen, am Anfang haben sie einfach ein paar Fehler gemacht, die wir einfach gerade eiskalt ausgenutzt haben. Und dann haben sie die nicht mehr gemacht. Bei uns sind vielleicht ein paar mehr dazugekommen und darum ist es nachher ein bisschen knapp geworden. Merci vielmals. Gut, danke. Danke, schönen Abend. Und so kann also DAC Biel auch diesen Sieg bejubeln, auch wieder auswärts im Stadion vom SCB. Ja, wieder ein Derby verloren für den SCB. Und ich meine, 5-0 nach dem ersten Drittel, das ist einfach, das darf einfach nicht passieren. Und vor allem daheim. Und wir haben einfach, die Jungs sind schlecht vorbereitet gewesen. Wir haben es besprochen. Also jedes Goal ist genau gleich gewesen. Immer die Scheibenflüsse in der offensiven Zone. Und dann ist man bekannt, dass Bio schnell umschaltet. Und ich meine, die Linie ist jetzt auch bekannt gewesen. Und da fragt man sich natürlich schon, was da gerade der Gameplan gewesen wäre.
Ja, gestern aber ins Spiel gewonnen gegen Aschua. Es war ein bisschen Knorz, ja. Wo man irgendwann in der 53. Minute noch das wichtige Goal geschossen hat. Heute ist man zu untergegangen. Das ist so die Situation aus Berner Sicht. Ja, und Aschua war heute auch schon wieder im Einsatz gewesen, auswärts beim HC Lugano. Und dort hat es nichts zu holen gegeben für die Jurassier, die Luganesi. Die haben richtig Dampf gemacht im eigenen Stadion. Und einer, den man immer mehr auf der Rechnung haben muss, ist der, das Goalschütz bei Lugano, der Giovanni Morini. Er macht eine unglaublich gute Saison dieses Jahr. Ist extrem aufopfernd, wie er spielt. Es ist nichts irgendwie gekünstelt und nichts wow. Aber er ist ein unglaublicher Kämpfer, hat eine gute Präsenz vor dem Goal, hat eine gute Präsenz in den Banden, in den Ecken. Und 12 Saison-Goal, das ist eine super Ausbeute. Und ich weiß nicht, ob ich glaube, es hat ein Jahr gegeben, 14, 15, wo er ähnlich gut war, aber spielt wirklich eine super Saison dieses Jahr. Spielt jetzt hier mit Arco Bello und Fazzini. Und die Mischung, ja, die scheint zu funktionieren. Und jetzt gesagt, Lugano hat richtig Dampf gemacht. Schussverhältnis war irgendwie 10-0, wo dann aber nachher die Aktion passiert ist. Eigentlich das erste Mal, wo die Mannschaft von Julien Vauclair, er als Trainer, der heute zurück auf Lugano gekommen ist, in Aktion war. Die erste Abschlussversuch. Und der schlechte Befreiung unter Daniel Eigenmann, der trifft den gerade für Aschua zum Ausgleich. Augen zu und draufhauen, oder? Nein, aber sehr ein schöner Schuss. Und wenn da sehr viel Verkehr vom Goal, die Scheibe kommt dann schön zurück. Und das ist natürlich für jeden Verteidiger. Dass man mit ihm trainiert, oder? Wenn man so mal reinfahren kann. Zuerst auch im Spiel passiert. Genau. Der Assist hier vom Walker. Walker klingt es nicht, Scheibe richtig zu befreien. Er spielt ihm nicht genau auf den Stock und er fackelt nicht lang. Trifft auch schön nachher. Aber nur ein kleiner Unfall jetzt gesehen aus Lugano-Sicht. Hat überhaupt nicht irgendwie den Spielverlauf verändert. Lugano hat weiter Druck gemacht und eben der Giovanni Morini kann. Und das immer im zweiten Drittel und wir sehen sein zweites Goal. Ja, aber schauen wir, wo er ist. Von Anfang an in diesem Shift. Oder? Er hat vorhin gesagt, seine Net-Presence ist wirklich super gut. Kaum ist Lugano in der Zone innen, steht er vor dem Goal, lässt sich nicht wegdrücken, ist wirklich präsent und dort passieren genau solche Goal. Und er überzeugt wirklich mit dieser Art. Und ich glaube, eine Linie Fazzini, er und Arcobello, es ist schon klar, was der Max Orli bezweckt. Er macht den Net-Drive, er beschäftigt die Leute vor dem Goal, die beiden Scharfschützen hinten Raum bekommen. Und das hat sich voll ausgezahlt. Das ist aber auch etwas, was man anderen Teams gesehen hat. Man sieht ja. Bei Bio ist es mit dem Kienzli, ja. Gunti, mit dem Brunner, Baltisberger in Zürich, wo genau. Er mit dem Rowe gespielt hat oder immer gespielt. Das sind so ein bisschen die verschiedenen Putzli-Teile, die es braucht in der Linie. Mhm, ja. Und der Morini hat da wirklich eine super Rolle jetzt gefunden mit zwei natürlich Top-Spielern. Aber er macht das super, ja. Ja, das ist die Linie, die da wirklich entscheidend war. Eben die Morini, Arcobello, Fazzini-Linie. Hat das nächste Goal entschieden. Ja, der Match eigentlich entschieden mit dem nächsten Goal. Sollte man es auch können sagen. Schauen wir uns das auch noch an. Das 3-1, das ist dann der Arcobello, der Topscorer von Lugano, der trifft. Oder am Schluss. Der Böck versenkt und man muss nicht immer auf der Schlittschuh sein, um ein Goal zu schiessen. Nein, aber auch wieder hier, wenn wir schauen, wo der Morini steht, oder? Dass der Arcobello überhaupt an die Scheibe kommt, das hat viel mit dem Morini zu tun. Weil er ist dort, der Bui probiert ihn weg, also Boxout zu machen. Durch das gibt es einen Moment Platz vor dem Goal. Und ja, schön, wie der Arcobello den macht, aber auch hier Morini wieder für mich entscheidend gewesen. Mhm. Die Linie hat im Spiel Stempel aufgedrückt, 5-1-Sieg für Lugano. Der Justin Abdelkader können wir erwähnen, hat heute das erste Mal gespielt. Der Daniel Carr war dafür nicht dabei gewesen, aber eben die entscheidende Szene, die haben wir hier gesehen mit dieser Linie. Und so holt also Lugano heute den nächsten Dreier gegen das Tabellenschlusslicht. Gehen wir ein bisschen nördlicher im Kanton Tessin zum HC Ambri Piotta. Genf Servette war heute zu Gast gewesen. Ja, wäre natürlich wichtig jetzt für Ambri, die alles noch mal probieren. Sie haben heute den Janne Kuvonen, der neue finnische Goalie, den sie können verpflichten konnten, zwischen den Pfosten gehabt. Und apropos Pfosten, respektive Metall. Ja, das hat heute Ambri ein paar Mal getroffen. Gerade dreimal sind sie am Pfosten gescheitert. Und der Gotye Deklu hat quasi Unterstützung von seinem Gehäuse. Ja, ist ein bisschen sinnbildlich, oder? Für die ganze Saison, vor allem die letzten Spiele, wo Ambri einfach wirklich Mühe hat, die Punkte zu holen. Aber wenn man die Matchs analysiert und geschaut hat, spielen sie gar nicht so schlecht. Ja, die drei Pfostenschüsse haben gezeigt, dass da noch möglich gewesen wäre, ein Goal.
Und sie sind ja in Führung gegangen in diesem Heimspiel durch den Johnny Kneubühler in der 9. Minute. Und es hält einen Foulpass vom Tömmerness, wo der eigene Spieler anschießt, sucht einen langen Pass, aber nachher super gut der Querpass hin, der perfekt in den Arm schließt. Das haben sie sehr, sehr gut ausgenutzt, den seltenen Fehler vom Tömmerness. Und ja, es wäre eigentlich alles aufgelöst für Ambri. Sie sind in Führung gegangen, aber es wollte nicht sein heute. Das haben wir schon ein paar Mal gedacht. Das war aufgeleist für Ambri. Das ist immer wieder das gleiche Thema. Bei Genf ist der Marc-Antoine Pouliot zurückgekommen, der 6 Spiele gesperrt war. Und er ist beteiligt an dieser Aktion, die zum Ausgleich führt. Am 78. Karrer und dann der Denis Smirnovs. Ja, es ist natürlich super für Genf, dass er wieder zurück ist. Mit der Schweizer Lizenz als Schweizer jetzt gibt ihnen das natürlich noch einmal sehr viel mehr Optionen. Und es mir noch vor ein Spieler, der immer mehr in Fahrt kommt. Und, ja, das Genf ist natürlich schon sehr, sehr breit mittlerweile. Oder? Und hat sehr viele Optionen, die sie offensiv einsetzen können. Julio hat auch gerade verlängert, den Vertrag noch für ein Jahr, hat man heute können lesen. Und wenn wir denken, er hat ganz lang gefällt am Anfang mit einer Verletzung. Jetzt hat er ganz lang gefällt mit einer langen Sperre. Aber in den wenigen Spielen, wo er da war, hat er eben den Wert, den du sagst, hat er schon gezeigt. Mhm. Und für Genf sicher eine gute Addition zu ihrem sowieso schon guten Kader. Ja, da reden wir doch gerade von den finnischen Olympiasieger. Und die sind heute eben auf einen finnischen Goalie getroffen. Einen, der noch mit der Maske von Joker in Helsinki gespielt hat, im Goal von Ambri. Und jetzt kommen sie. Filppula und Vatanen, das ist auch der Pass, den wir uns hier anschauen, vom Vatanen. Das ist super, wie der Vatanen merkt, er hat hier Eis, oder? Ambri ist ein bisschen passiv, hat sich noch probiert zu ordnen, kommt und täuscht den Schuss an. Man sieht jetzt hier wirklich gut Totti, der am Boden ist, und dann nimmt er das Eis und dann spielt er einen super Querpass. Goldmedaille zu Goldmedaille. Genau. Ja. Ja, und der Filppula hat noch mal eine geschossen. Und das war auch so herrlich rausgespielt. Das ist 4:1 für Genf Servette heute Abend. Mit dem Joel Vermin zieht er da los und macht den Doppelpass. Und wenn er da nicht den Goal bremst, der Filppula, ich weiß nicht, wie viele Spieler das da schon vorbeigefahren wären. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen. Ja, er merkt sehr wahrscheinlich, dass der Verteidiger natürlich eine Verzweiflungsaktion macht, oder? Und sehr früh wegrutscht. Und mit 1000... Schon frisches Eis, oder? Darum rutscht er so weit. Und mit 1000 NHL-Spielen weisst du, was jetzt passieren kann, sehr wahrscheinlich. Aber einfach ablegen, ich finde das einfach nie eine gute Option. Nein, auch nicht. Wenn ich Trainer wäre, zum Glück bin ich nicht, aber meine Verteidigung dürfte nicht ablegen. Ja, auch bei der Jugend habe ich auch, der Trainer hat auch gesagt, liegender Verteidiger ist immer tot, der Verteidiger. Ja, genau, den habe ich auch schon gehört. Das ist wirklich schon geschlagen. So. Nicht mehr zu melden. Apropos Verteidiger, gibt noch eine Aktion, die nicht so schön war, mütigen Abend. Isacco Dotti nimmt mich wunder, was er ihm würde sagen. Wo da der Joel Vermin in die Pfosten hineindrängt. Absichtlich. Ja, es ist sicher eine unschöne Situation. Er verliert einfach die defensive Seite, versucht aber im Zweikampf zu bleiben. Und ich würde jetzt hier nicht Absicht ihm irgendwie vorwerfen, aber es sieht natürlich nicht schön aus. Ja, schon ein bisschen Frustration, oder? Ich glaube, Ambri weiss, dass das da die letzten Chancen sind und sie sind eigentlich im Spiel, sie sind dran, sie haben die Pfostenschüsse gesehen und dann am Schluss 4-1, ja, kann es passieren. Ja, man sieht, der Vermin ist aufgestanden und der Tömmerness hat sich da und Ambri-Spieler gekümmert, hat dann nicht mehr zum Spiel, keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Genf holt die nächste Trier Heimniederlage für Ambri Piotta. Ja, ein Goalie kann auch trippeln. Das haben wir ja gerade letzte in der Swiss League gesehen. Und heute Abend hat es auch der Melvin Niffler probiert. Im Zürichsee Derby, Rapperswil ohne Lakers gegen ZSC Lions. Das braucht schon noch Nerven, wenn der Dennis Malgin kommt. Aber es ist da gut rausgekommen für den Goalie von den Lakers. Da auch neue Spieler, der Tommy Kiviste, neuer Verteidiger bei der ZSC 1 und bei den Lakers, neue erste Center, der Kalle Kossila, hat gerade mit Cervenka gespielt. Aber der mit dem Goalschiessen war heute so ein bisschen eine schwierige Sache für die Rapperswil ohne Lakers. Und sie sind dann in Rückstand gegangen. Zürich hat zuerst getroffen. Kian Sopa und dann der Nolan Dien. Super, wie der Scheppi hier Druck aufs Goal macht. Als Middle Drive.
öffnet noch hinten eine schöne Passlinie für den Diem. Und dann tut er noch zweimal neben durchwischen. Ja, aber trifft er nicht mehr. Genau, darum gehört das Goal eben ihm, der jetzt schiesst, dem Nolan Diem. Wie beim Görlen noch zweimal neben durchgewischt. Aber sicher ein wichtiger Beitrag, den der Scheppi hier geleistet hat für das Goal. ZSC hat heute natürlich ein Zeichen setzen, die noch nie gewonnen in dieser Saison gegen Rapperswil und Lakers und die letzte peinliche Niederlage. Ja, über die ist viel diskutiert worden im Jura, im Powerplay. Da können sie es immer wieder richten. Und mit Maxim Noro haben sie den Scharfschütz, der hier das 2-0 schiesst für die Lions. Ja, schönes Powerplay-Goal. Für mich noch spannend bei diesem Goal ist die gute Rolle, die der Bodemann spielt, als Bumper mit drinnen. Sie konnten ihn etwa dreimal brauchen, bis hier der Schuss kommt. Und dann wird es natürlich schwierig für die Lakers Druck aufzusetzen in Unterzahl. Sie immer wieder auf den Bumper spielen. Und das haben sie sehr gut gelöst. Und auch oben kommt der Schuss. Und ja, es ist schon ein bisschen Verkehr, aber ich sage, den Melvin hat die Sättige auch schon gehabt. Weil von einem Momorini gehabt, das ist der Baltisberger bei Zürich, oder? Die genau gleiche Rolle. Mhm. An einer Top-Linie und auch im Powerplay, wo er dann immer vor dem Goal ist und das sehr gut macht. Der Dominik Thiem hat natürlich das Goal geschossen bei der ZSC Lions, nicht der Nolan. Der spielt an einem anderen Ort. Aber bleiben wir jetzt bei diesem Match. Und die Lakers haben lange gebraucht, aber ihr erstes Goal ist dann noch gekommen. Das ist ihre dritte Formation, die defensive Stabilität garantiert, aber auch offensive Power. Mit dem Nico Dünner und eben vor allem mit ihm, mit Jeremy Wick. Ja, super schönes Pässchen, gerade im richtigen Moment zwischen Stock und Schlittschuh durchgespielt. Schön gewartet, weil der Wick, er sieht, wie der Wick Speed hat und seinen Mann so hinten schlägt. Darum, super Konter, super ausgespielt und dann super abgeschlossen. Trappers Villona Lakers, die heute vermalt haben, dass Andrew Rowe, der Captain, 6 Wochen ausfällt. Er hat Schlüsselbein gebrochen. Die letzte Aktion beim letzten Match in Lausanne ist es passiert. Auch ein Grund, warum sie einen neuen Spieler verpflichtet hat. Der fehlt den Lakers natürlich. Die Lakers, die dann nicht auf 2-2 angekommen sind, nein, die ZSC Lions haben dann wieder vorgelegt. Ja, ihre Keyplayer haben da das gerichtet wie der Dennis Malgin. Und wenn er so ziehen kann, dann ist er weg. Er ist einfach läuferisch extra klasse. Meine, er startet mit Rückstand auf die beiden Verteidiger. Klar, die müssen noch kehren. Aber er schneidet genau zwischen sie rein und mit 2-3 Schritten ist er einfach weg. Und die Explosivität, die Schlittschuhtechnik, wie er beschleunigen kann, die ist wirklich grossartig. Und der Dennis Hollenstein, der zurück ist, hat ein neues leeres Goal getroffen, 4-1 gewinnt. ZSC Lenz bei der Rapperswil-Jona Lakers. Und wir hören den ZSC-Verteidiger, den Christian Marti. Christian Marti, war ein Herzstück Arbeit, bis der Sieg festgestanden ist gegen Rapperswil? Ja, wir haben gewusst, sie sind gut organisiert, sie sind gut im Strumpf dieses Jahr. Und eben, jetzt geht es richtig Ende Saison zu, dann gibt es keine, dann sind alle Spiele, dann nimmt die Intensität ein bisschen an, zunimmt sie und aber ich glaube, dass wir müssen, oder besser gesagt, im Moment, so muss sich ein Sieg anfühlen, indem dass man Schüsse blockiert, indem dass man, eben, dass es nicht immer einfach 7-0 gibt und ich glaube, es fühlt sich dann auch immer ein bisschen schöner an, wenn man so kann als Gewinner von mir. Sie haben es gerade angesprochen, Schüsse blockieren. Sie haben 7 blockiert. Sie sind der Schwerarbeiter, der quasi ein bisschen den Weg gewiesen hat mit seinem Spielstil. Ja, ich sage manchmal, wenn man Schüsse blockieren muss, steht man im Schilf. Dann muss man, wenn man gut wird, dann müssen wir vielleicht gar nicht blockieren. Aber eben, ich habe schon 2-3 schön vergagelt dort im Eck. Dann muss ich dann halt zurücksehen. Aber ja, heute bin ich es, morgen ist ein anderer. Aber eben, am schönsten, eben, es gehört dazu. Aber wenn man richtig oder wenn man den Stöck am Böck nicht tun, muss man ihn vielleicht gar nicht blockieren. Aber das gehört dazu. Für das bin ich da. Ja. Danke vielmals, merci. Danke. Ja, es lohnt sich immer wieder, mit Christian Marti zu reden. Sehr ehrlich haben wir die Aussagen. Und bist du gleicher Meinung mit dem Schuss blockieren? Ja, das ist ja Advanced Stats. Das ist das Schlechte, sagt der Andreas Henni. Nein, Schuss blockieren ist auch so ein Faktor, wo auch ein Momentum gibt, ein Team rein, wo so ein bisschen Charakter zeigt. Und ich glaube, ZSC hat heute so einen Match gebraucht, wo sie Schuss blockieren. Das ist jetzt wieder das andere Gesicht vom ZSC, das wir heute gesehen haben. Eine sehr gute Leistung, eine sehr konzentrierte Leistung. Die Topspieler haben super gespielt, Malgin hat ein super Spiel gemacht. Und das ist einfach so das Tag und Nacht, wo beim ZSC immer wieder ist und wo ein bisschen enttäuscht. Aber wenn sie so natürlich jetzt wieder weiterspielen können, dann ist wieder alles gut. Ja.
Ja, aber sie sind immer noch ein bisschen am Justieren, die Lions, genau, die gewinnen in Rapperswil. Und die Lakers mit der dritten Heimniederlage in Serie. Das nach dem Match vom heutigen Abend. Wir gehen nach Lausanne und da kann sich der Jason Fuchs feiern lassen. Hoher Sieg gegen die SCL Tigers. Und Jason Fuchs ist der Hattrick gelungen. Auch da, ähnlich wie Biel in Bern, Lausanne hat da richtig Gas gegeben. Schon im ersten Drittel gehen wir gerade rein, das 1-0. Wunderbare Kombination. Berci Ria Fuchs. Das ist sehr gut, wie sie die Scheibe fordern hier, oder? Da haben wir den Sekatsch. Und jetzt fordert der Ria die Scheibe wirklich am Wotzen. Sehr gutes Timing vom Fuchs und nachher sehr gut direkt abgeschlossen. Also besser kannst du ein Goal auf der Rasch nicht schießen. Sehr ein gutes Goal vor einer Linie, die sich enorm gefunden hat in den letzten Wochen. Ich meine, der Jason Fuchs hat einen schweren Start in Lausanne. Aber er führt im Moment die Mannschaft an. Sekatsch nebendran, sehr zuverlässig, trifft. Und es ist ganz klar die Linie, die schon bei Lausanne im Moment zuvorderst im Zug ist. Ja. Und mit dem Goal in der 13. Minute haben sie dann eben auch den Bann gebrochen. Und zwei Minuten später sind sie zum nächsten Mal erfolgreich gewesen. Da ist die Formation wieder auf dem Eis. Jason Fuchs noch draußen im Ecke. Ja, sogar im Vorchecken. Nicht einer, der bekannt dafür ist, aber sie gewinnen noch die Scheibe gut. Und dann kommt sie wieder fürs Goal, wo er dann auch ist. Oder? Man sieht, wie sie sich gut bewegen, wie sie ihn gut unterstützen. Sie sind auch immer dann gut in einer defensiven Position, weil sie sich gut bewegen. Und dann auch immer einen Schritt voraus sind gegenüber der Langnauer. Und auch beim dritten Goal in diesem Drittel für Lausanne ist Jason Fuchs auf dem Eis gestanden. Das Goal ist im Powerplay passiert. Fuchs Ria Cenazzi war da die Staffette, die zum Goal geführt hat. Das war eigentlich ein abverheiter Querpass. Ich war etwas glücklich, wie Lausanne im Scheibenbesitz bleibt. Aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Netpräsenz. Gut vom Verteidiger, der oben runterkommt, vom Cenazzi. Ein gutes Powerplay-Goal, aber es war ein bisschen Glück drin mit dem Querpass. Ja, und bei Langnau im Goal der Team Baumann. Das ist schon der sechste Goal, den die SCL Tigers einsetzen oder einsetzen müssen. Ivars Bunnenhof hat heute nicht können spielen. Der war krank und ja, der junge Goalie, der ist da hart gefordert. 3 Goal also schon im ersten Drittel. Und dann im zweiten Drittel etwas Interessantes nach 4 Minuten. Timeout. Aber nicht von Langnau, sondern von Lausanne. Und der John Fusch, der hat da ziemlich Gas gegeben. Wie er lebt und lebt. Aber ich konnte es ein bisschen nachvollziehen. Es war eine einfache 3-0-Führung für Lausanne. Und dann haben sie wirklich ganz, ganz schlecht angefangen, das Dritte. Und ich meine, Heimspiel in der Situation, wo Lausanne ist, gegen Langnau, wo noch einige Spiele hat vor sich jetzt Lausanne, das muss einfach ein Dreier sein. Und ich denke, er hat hier schon recht gehabt, dass er seine Mannschaft recht geschüttelt hat. Und sie haben, glaube ich, dann auch reagiert. 4-0 und dann 5-0. So ist es weitergegangen in dem Match. Und Jason Fuchs macht mit einem 15-0 seinen Hattrick, 3 Goal, 2 Assists für ihn heute Abend. Sie kommen da schön ins Dritte rein. Nachher noch einmal gesehen, und der Ria, der dann hier Drive fürs Goal macht, beziehungsweise beide Stürmer. Und dann recht viel Raum im Fuchs geht, wo man sich doch ein bisschen zurückfallen. Und ja, jetzt auch nicht. Es war ein riesiger Schuss. Ja, und der das Team Baumann ist dann raus. Ja. Der 19-Jährige und der 18-Jährige Louis Kurt ist dann noch ins Goal gekommen bei den SCL Tigers. Also eine schwierige Situation, definitiv auf der Goalie-Position bei den Emmentaler. Aber einen grossen Abend für Jason Fuchs. Und der ist jetzt im Interview beim Adrian Schmid. Jason Fuchs, was hat euch der Trainer beim Timeout gesagt? Es sei nicht genug. Wir müssen viel mehr machen. Und ja, ich glaube, im Ganzen war es nicht ein super Spiel von uns. Ich glaube, das erste Drittel war sehr schwierig. Zum Glück hat der Bolzi hinten sehr gut gespielt. Und am Ende des Drittels war es 3-0. Es war ein bisschen lockerer. Aber ich glaube, im Ganzen war es wirklich nicht ein gutes Spiel von uns. Und es muss viel besser kommen gegen Lugano. Was bedeutet euch der Hattrick, den ihr gemacht habt?
Ja, leider glaub, kein Hattrick, weil der Cody hat sie glaub, berührt. Aber ja, es war persönlich ein super Abend. Passiert nicht so viel, dass man so viele Punkte hat. Und, ja, ich nehme einfach die Positivität mit und hoffe auf weitere Erfolge in den nächsten Spielen. Danke vielmals. Ah, im Moment ist ja noch deine Statistik. Aber die gehen ja mal schauen bei der National League, gell, Ueli? Jedes Goal wird noch nachgeschaut und vielleicht verliert er dann halt noch. Haben wir vielleicht etwas zu früh rausgeposaunt? Schauen wir, was sich dort noch verändert. Gehen wir zu unserem Hauptmatch, zum Spitzenkampf. Das haben wir gross angekündigt. Und wir wollten von den Usern auch wissen, von unserer Community, wer gewinnt denn die Qualifikation? Freiburg, wo jetzt zoberst ist, oder dann noch Zug? Ja, das ist eine enge Kiste. Der Drache hat 52% gekriegt und das Zügli 48%. Man muss auch sagen, im Verlauf des heutigen Abends ist die Abstimmung gelaufen. Und der heutige Abend, ja, der ist dann halt schon für Freiburg-Gotte gelaufen. Die haben da schon grosse Eigenwerbung gemacht, wenn es darum geht, die Qualifikation zu gewinnen. Und es hat angefangen schon. Ersten Einsatz, 32 Sekunden und da kommen sie, ihre erste Formation. Ja, es ist Einstieg und Abschluss. Es hat ganz viel Typisches gehabt, was Freiburg dieses Jahr einfach auszeichnet. Man ist zuerst sehr gut zurück in die Defensive, spielt ein gutes Overload, gewinnt die Scheibe, macht einen schnellen Rush-Angriff, tut hervorragend vorchecken und hat einfach ein paar unglaublich offensiv begabte Spieler. Also der Flip-Pass, Backhand in Slot ist super. Und auch der Dernay, dass er dranbleibt nach dem ersten Schuss und noch den Rebound hat. Ja, aber der erste Einsatz, das ist eigentlich schon Zusammenfassung vom ganzen Match. Ja. Zug neben der Schuhe, Zug mit Turnovers in der offensiven Zone, dann Freiburg sehr gut am Vorchecken, kaltblütig. Stimmt. Hat eigentlich können das Zeug zusammenpacken und heimgehen. Ja, es ist dann eben noch 1-1 gekommen. Manchmal, auch wenn man nicht gut spielt und auch wenn der Kovars defensiv Fehler gemacht hat, sein Goal hat er gleich noch geschossen. Ja, nein, ich wollte nicht auf ihn rumhacken, aber ich meine, er ist wirklich, was er in den letzten 2-3 Jahren jetzt gezeigt hat, 2 Jahre, ist grandios, oder? Und er war MVP und so weiter. Schießt jetzt da zwar ein Goal, aber heute für mich eine grosse Enttäuschung, wie er gespielt hat, aber auch andere Spieler, die die Leistung heute nicht gebracht haben, ein Lander, ein Hoffmann habe ich nicht gesehen, ein Klingberg auch nicht gesehen. Verteidigung haben sie Mühe gehabt. Es ist wirklich zusammengefasst sehr viele Spieler, die heute Leistung nicht bringen können. Das sind einmal noch Aussagen über den EV Zug, über das Goal von Zug. Das hört man wirklich nicht jeden Abend. Aber es ist auch wirklich mehr Glück gewesen, oder? Heute war es so gewesen. Und das Goal hat nur einen Moment lang das Ganze übertünkt, das heute nicht gestimmt hat beim EVZ. Dafür hat man gesehen, was bei Fribourg-Gottéron alles stimmt. Und ja, es sind immer wieder die Namen gewesen, die du erwähnt hast. Deachne, wenn man schaut, was er da macht. Aber Kombination mit Motte und dann der Marchand, der abschließt. Wie gesagt, manchmal kann man einem Goal 3 Scorer-Punkte geben. Ich wäre auch hier dafür, 3 zu geben. 1,5 am Torschütz und 1,5 am Dernay. Es ist wirklich, wie er die Scheibe einträgt, wie er die Scheibe schützt, wie er sich sofort wieder löst und dann den Pass in die Mitte. Das ist einfach klasse. Ja. Er muss dann Riesenlauf oder ein Highlight go nach dem anderen, wo er involviert ist und selber schießt. Das ist schön Basket. Ja, dann ist eine erste Linie, die absolut top ist, die spektakulär ist und das eigentlich jeden Abend. Aber sie haben ja immer auch noch einen Julian Sprunger. Und der hat auch getroffen am heutigen Abend. Und der macht das so auf seine eigene Art und Weise. Genau. Das ist der Letzte, der richtig schleppen kann in der Liga. Als Stürmer. Das klassische Julian Sprunger-Goal. Schön aufgelegt vom, jetzt muss ich mir schnell sagen. Ich glaube, es war der Schmied. Ja, genau. Das ist die Linie, die Domenico, Schmied und Sprung. Das ist die zweite Linie, die von Gott kommt. Aber ich meine, es ist eine grosse Klasse, oder? Wenn er ihm nachher legt und dann der Julien, der keine Sekunde zögert, der einfach gerade weiss, boom, ich hole ihn drauf. Und ja, es ist einfach, dass sie offensiv sehr talentiert sind. Das wissen wir nicht erst seit dem Goal. Das haben wir oft gesehen. Und sie haben es heute aber, glaube ich, deutlich gezeigt. Dann haben wir nochmal Zug, das haben wir auch angetönt, eigentlich Scheiben gewinnen, aber alle gehen wechseln und der Sprunger, der ist halt dort parkiert, der blauen Linie und macht sie. Ja, verschiedene Faktoren, also jetzt der Turnover, wo dann die anderen eigentlich gemeint haben, sie können wechseln und dann ist der Scheiben aber gleich wieder zurückgekommen, der Dias, der super umschaltet, kein Kunstpass, aber einfach führen und dann sieht man, mehr braucht es nicht, Sprunger ein guter Schuss, aber ich würde jetzt dem auch ein bisschen Goalie-Fehler sagen, weil so einen müsst ihr eigentlich haben auf diesem Level. Und wenn er normalerweise spielt, die muss er auf seine Kappen schlussendlich auch noch. 6-2 hätten wir auch nicht erwartet, dass der Match so endet.
Nein, aber ich glaube, es ist für heute das richtige Resultat. Ich glaube, es war eklatant heute, dass Freiburg einfach besser war. Aber man tut sicher gut dran, wenn man es auch nicht überbewertet. So kann einiges mehr, als sie heute gezeigt haben. Und morgen spielen sie schon wieder gegeneinander, die beiden Equipen. Und das ist so ein echter Prüfstein, oder? Wie kann Zug innerhalb 24 Stunden auf so etwas reagieren? Das ist schon eine Eigenschaft, die es in den Playoffs vor allem auch braucht, oder? Und ich traue Zug schon einiges zu und ich freue mich, den Match morgen zu schauen. Also haben wir gesagt, den schauen wir alle, nur schon wegen der Vorgeschichte. Genau. Oder? Das ist ja ein bisschen das Playoff-Feeling, das man ja dann schon hat, wenn die morgen wieder gegeneinander spielen. Und wir hätten jetzt ein Interview können machen mit einem der spektakulären Goalschützen, aber der Uli Schwarzer hat gesagt, die defensive Stabilität ist eben auch ein Haufen wert bei Fribourg-Gotte gekommen. Und es hat ja nur zwei Transfer gegeben in dieser Saison von Schweizer Spielern. Der Dias ist gekommen, von dem haben wir viel geredet. Aber der Mauro Duffner, der ist ja auch noch verpflichtet worden von der Rapperswil und Lakers. Und den hören wir jetzt im Interview beim Matthias Marti. Ja, Mauro Duffner, das zweite Goal wäre eigentlich euer erstes in dieser Saison. Ihr habt vorhin gelacht, das sei sehr wichtig. Ja, wie wichtig ist es jetzt? Ist es euer oder nicht? Ja, schlussendlich ist es gleich, gell? Es ist ein Goal, aber für mich selber wäre es auch schon schön. Jetzt sagt man, mit der Offensive gewinnt man Spiel, mit der Defensive Meisterschaften. Was hat jetzt schlussendlich der Unterschied gemacht heute gegen EV Zug? Ja, ich glaube beides. Defensiv sind wir solid gewesen und offensiv haben wir Goal gemacht heute. Ja. Was braucht es noch morgen, dass es wieder so gut aussieht? Oder was erwartet ihr vom EV Zug? Ja, sie werden sicher noch mal ganz anders kommen. Viel mehr, intensiver, weil die Heim wollen es gewinnen und wir müssen einfach unser Spiel versuchen durchziehen. Und hat mich ein bisschen mit der Guckenmusik da auslaufen. Merci vielmals. Das ist ja Nero. Ja, ich habe auch schon gemacht. Interview gemacht in Freiburg, wenn sie gewonnen haben. Es ist immer kein Blut in dem Stadion, natürlich wegen den Fans, aber wenn dann die Guckenmusik auch noch rund trillt. Ja, und ich stelle mir das so vor, mal, ich etwa, Stimme, etwa so in 15 oder 20 Jahren, oder? Ja. Die Schweiz wäre schwerhörig. Miteinander geredet. Vielleicht reden wir ja mal so. Ja, in ein paar Jahren schreien wir uns da im Studio wahrscheinlich schon. Wir sind ja langsam auf dem Weg und so weiter. Also, könnt ihr wieder einen feiern? Wir haben gesagt, wie heimstark das Fribourg-Gotte ist. Beeindruckend, was sie da zeigen, aber eben, ob sie alle Puzzleteile haben zum grossen Coup, das ist das, was wir diskutieren im Backcheck der Tag. Jetzt schauen wir noch schnell die Rundenübersicht an. 42 Goal hat es gegeben am heutigen Abend. 7 pro Spiel, stimmt das? Oh, das sind zumal nur 6, aber das ist irgendwie, also ja, abgerechnet natürlich. Aber es hat schon viel Goal gegeben und überall klare Resultate. Und ja, Bern Biel sicher 2-5, das sticht natürlich raus, die Lakers, die heute gegen Zürich so hoch verlieren. Und ja, der Spitzenkampf, der so klar endet. Und darum, Fribourg-Gottéchon zementiert hier oben an dieser Tabelle. Ja, schauen wir mit 0,1 Vorsprung. He? So reden wir halt schon im Zeitalter von Punkten pro Spiel und niemand weiss, was das bedeutet. Wir haben rechts nebendran die totale Punktzahl und auch die Anzahl Spiele, die das alles ein bisschen zeigen. Was haben wir noch für Verschiebungen? Auch weil Biel gewonnen hat, bleibt ZSC 1 auf Rang 5. Davos hat natürlich, oder? Ja. Davos, genau. Da müssen wir sagen, Davos hat heute spielfrei gehabt. Und ja, unten dran alle gewonnen. Also Genf und Lausanne, die bleiben da definitiv in der Lure-Position. Und Ambri Piotta hat nicht können profitieren von der Situation, dass Bern keine Punkte gewonnen hat. Aber die spielen noch zweimal gegeneinander. Das ist die Situation in der National League, in der Tabelle. Und schliessen wir packen Gold die Highlights ab und gehen wir über den Eis ziehen und reden noch ein bisschen über Fribourg-Gottéchon. Und der Marc Applenalp wird sich in unsere Runde schalten. Und ja, das ist eine der spannendsten Fragen in dieser Saison. Klingt Fribourg der Switch von der Regular Season in die Playoffs? Wir reden darüber. Wir hoffen, Sie sind dann auch wieder dabei. Bis gleich.